Hallo und schön, dass du da bist. Willkommen zur Beruf, Finanzen und Berufung Legung 2023 für die Steinböcke. Und zwar starten wir gleich mit den Lennemoor-Karten und legen das große Blatt für dich. Wie gesagt, auf Beruf, Finanzen, Berufung schauen wir, was im kommenden Jahr 2023 wichtig wird und auf dich zukommen wird, ja? Abonniere natürlich, falls du das noch nicht getan hast, dann verpasst du keine deiner Legungen mehr. So, was zeigt sich hier? Der Sarg und das Haus. Also manche beenden hier ein Arbeitsverhältnis oder auch sogar den Wohnort bezüglich der Arbeit. Kommt mir gerade rein. Schauen wir noch tiefer rein. Vielleicht wird hier bei manchen der Wohnort gewechselt. Schau natürlich, womit du speziell in Resonanz gehst. So. Hoppala, was zeigt sich hier? Das Schiff, das Kind und nochmal der Sarg. Also, ich sehe hier schon starke Veränderungen hier und vielleicht auch sogar eine Reise. Wie gesagt, Wohnortwechsel, eine gewisse berufliche Reise, die man antreten muss. Okay, wir legen das große Blatt. Die Lilien, die Wege, der Ring. Der Schlüssel, das Buch, der Turm, die Wolken. Ja, ich schiebe das hier ein bisschen rauf. Gut. Der Park, der Hund, der Fuchs, die Mäuse. Die Vögel, das Herz, der Reiter, die Schlange, das Kind, der Sarg hier auf dem Haus Nummer 17, auf dem Haus der Störche, das Schiff, das Haus. Der Baum, der Mond, der Brief, der Berg, das Kreuz, der Klee, die Blumen, die Störche, die Ruten, die Dame im Haus der Dame. Der Herr gleich als nächstes, der Bär, die Sense, jetzt die letzten vier, die Fische, der Anker, die Sonne, die Sterne. Also was man hier im Ausgang auf jeden Fall sehen kann, ich rutsche das hier etwas runter, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, so passt das. Ja, gut. Hier im Ausgang sieht man doch sehr schön die Fische. Falls ihr das Geräusch im Hintergrund hört, ist es leider der Staubsauger. Die Fische zeigen hier, es kommt definitiv in den Flow. Auch der Geldfluss kommt hier definitiv hier mit dieser Arbeit. Die Freude, es wird das kommen, was ihr euch erhofft in diesem Bereich. Ja, das sieht man hier im Ausgang sehr schön. Ja, auch mit der Sonne, mit den Sternen, mit dem Anker, der ja für den Beruf steht, kommt hier ein gewisser Geldfluss, ein gewisser Flow rein in die ganze Sache. Was auch hier für die Veränderung und das Schiff zeigt. Ja, die Reise geht weiter sozusagen. Gut, ich muss hier kurz pausieren. Ja, ich sehe hier auch mit den Blumen, es kommt hier jemand auf euch zu. Neue Wege eröffnen sich hier auch für euch, auf die man bauen kann. Ja, die sind stabil, die sind
fest. Ja, hier ist eine Freundschaft, eine hier ist mehr als nur Kollegschaft, eine berufliche Verbindung. Hier ist richtige Freundschaft. Hier möchte man vielleicht auch gerne unterstützen. Ja, ich sehe hier jemanden, der euch unterstützt, der euch bei etwas hilft, der es wirklich gut mit euch meint. Zum Fuchs hier, der geht hier raus. Ja, der Fuchs geht raus. Das kann sein, gewisse faule Kompromisse, gewisse Uneinigkeiten, auch gewisse Diskussionen sehe ich hier auch beim Herrn. Das geht raus, ja, faule Kompromisse, die man vielleicht gemacht hat. Das Ganze wird jetzt stabiler. Ich sehe hier auch für manche einen Festvertrag, ja, das Ganze wird hier stabiler. Es verändert sich auf jeden Fall etwas im Vertrag. Vielleicht eine Vertragsänderung kommt mir hier auch rein. Ja? Eine Vertragsänderung, eine Erhöhung, eine Lohnerhöhung, eine Gehaltserhöhung. Hier ja definitiv im Laufe des Jahres hier eine Gehaltserhöhung. Der Herr liegt auf den Lilien. Ich sehe, dass man hier, wie soll ich das jetzt sagen, dass der Herr schaut hier auf jemanden oder auf eine Position. Etwas ist noch unklar, etwas ist noch irgendwie im Unklaren, ist noch verwickelt hier auch mit der Schlange, ist noch unklar das Ganze, wird aber im kommenden Jahr sehr klar werden, sehr stark werden und vielleicht wird auch genau das zur eigenen Stärke werden. Da man natürlich diese ganzen Komplikationen mitgemacht hat, ja, kennt man sich auch in einem gewissen Bereich sehr gut aus und das kann hier zur Stärke werden, das sehe ich hier. Was haben wir hier noch? Insgesamt das Glück mit dem Park hier an den Ecken, sehe ich auch das positive Treffen, positiver Ausgang, gewisser Treffen auch vielleicht Partner, Firmen, ja, was ist hier noch? Die Veränderung, die Kinder auf den Sternen zeigt mir eine Veränderung, die sich zu deinem Gunsten hier bewegt, ja. Es geht die Bewegung, wir hatten am Anfang, glaube ich, noch den Sarg und das Haus, ja. Das Haus liegt hier im Turm. Vielleicht wird etwas erschwert. Es wurde in der Vergangenheit etwas erschwert. Ein gewisses Vorwärtsgehen wurde hier erschwert. Vielleicht auch aufgrund Gesetze, ja, war etwas nicht möglich. Ich sehe hier, dass etwas nicht möglich war, das jetzt aber heuer weitergeht. Man kommt in die Verbindung, man geht vielleicht auch einen neuen Vertrag hier ein. Gewisse Gesetze ändern sich positiv für die Sache, ja, was auch immer hier blockiert war. Das kommt hier ins Fließen sozusagen, ja, und man fühlt sich dann auch wieder zu Hause. Man fühlt sich dann auch wieder wohl mit dem, was man macht. Hier kommen Nachrichten. Die Nachrichten liegen auf den Wegen. Neue Entscheidungen werden getroffen. Neue Entscheidungen werden getroffen bezüglich etwas. Neue Wege vielleicht auch eingeschlagen. Beziehungsweise hier diese Gehaltserhöhung, die ich hier sehe. Der Berg liegt auf den Mäusen, der Verlust geht raus. Ein gewisser Verlust findet sein Ende im kommenden Jahr. Was ist hier noch? Die Sense mit den Lilien. So ein familiäres Verhältnis. Ja, vielleicht auch viele Überstunden, die gemacht wurden aus einfach aus gutem Willen, ja, oder weil man sich etwas erhofft hatte,
Genau. Man hatte sich etwas erhofft, hat vielleicht in irgendetwas viel Zeit investiert, viele Überstunden gemacht. Das geht jetzt raus, das wird hier belohnt und entlohnt, gerecht. Ja, ich sehe die Gerechtigkeit, ich sehe auch sehr stark diese neuen Verträge. Die Dame liegt im Haus der Dame, sehr schön, ja, vielleicht, wenn du ein Herr bist, betrifft es dich auch gar nicht. Wenn du eine Dame bist, sehe ich hier, dass du hier mit einem Herrn sehr gut vielleicht zusammenarbeitest. So Rücken an Rücken, ja, man stärkt sich hier gegenseitig den Rücken. Kann hier aber auch, wie gesagt, Frau, Frau, Mann, Mann sein. Da wir hier auf Beruf Finanzen legen, kann halt einfach sein, der eine ist mehr intuitiv, hat für irgendetwas ein besseres Gespür, der andere ist eher ein Machertyp, ja, eine männlichere Energie, mehr strategisch. Es kann hier durchaus einfach diese Energien von verschiedenen Personen hier sein. So, in der Mitte haben wir hier den Baum und das Herz und die Vögel und den Mond. Zeigt mir hier grundsätzlich, dass du das, was du im kommenden Jahr tun wirst, sehr gerne tust. Also du liebst das, was du tust. Vielleicht hattest du früher es getan und hattest aber einen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Hintergedanken, sondern eine Erwartung. So, ich mache das jetzt und dann erwarte ich das. Das geht raus, mir kommt hier rein, du tust etwas aus Liebe, ja. Du liebst das einfach und du machst das, ja, weil es dir Spaß macht. Und dann kommt das Ganze in den Wachstum, ja. Ich sehe hier, durch diese Veränderung hier vom Herrn, ja, wir sehen ja auch bei den Lilien den Reiter, wo ist der Reiter nochmal? Wo ist der Reiter? Hier. Der Reiter liegt hinter dem Herzen auf dem Fuchs. Du gehst hier strategisch vorwärts. Auch wenn du Umwege in Kauf nehmen musst. Aber dir ist es wichtiger, dass du hier liebst, was du tust, dass du dich wohlfühlst, dass du auch selbst in den Wachstum gehen kannst, ja. Dich vielleicht auch, ich sehe hier auch Weiterbildung in einem Bereich, der dich einfach wachsen lässt, weil er dir einfach Freude bereitet, weil du dafür brennst, ja. Du brennst für eine gewisse Sache und bildest dich hier weiter oder auch du kannst jetzt in dem gewünschten Bereich arbeiten, ja. Es kann für Selbstständige sein, so wie in einer größeren Firma, dass du einen Bereich auch wechselst, sehe ich hier auch. Oder eben grundsätzlich, dass du deine Berufung hier findest, dass du in deine Berufung gehst, dass du deine Leidenschaft, deine Liebe zu etwas in deinem Beruf hier wandelst und hier weiter in den Wachstum hier gehst. So, wir haben hier die zwei der Vögel, die zwei Vögel und den Mond. Es kann hier durchaus, es wird hier nicht langweilig, es ist sehr aufregend. Mir kommt hier rein, es ist auch ein neuer Bereich, den du hier betrittst. Vielleicht auch ein emotionalerer Bereich, ja, wo du dich mehr mit anderen Menschen, mit deinen Gefühlen, mit den Gefühlen anderer vielleicht auch auseinandersetzen musst. Und es gibt hier sehr, sehr viel Aufregung. Nicht negativ gemeint, sondern eher, es ist was los. Also es ist hier was los. Die Vögel liegen auf den Vögeln und es ist hier was los mit dem neuen Vertrag, mit dem neuen Arbeitsrichtlinien vielleicht auch, sehe ich gerade. Wir hatten am Anfang den neuen Ort. Moment. Was haben wir hier? Auf der 18 liegt das Schiff und der Ring. Vielleicht wartest du auch schon sehnsüchtig auf diese Unterstützung. Mir kommt gerade rein, vielleicht wartest du hier auch sehnsüchtig auf diese Unterstützung schon länger oder auch auf diesen neuen Vertrag, auf diese Gehaltserhöhung.
Ja, es kommt hier ein Brief. Also hier jetzt sehe ich hier nicht den Umzug direkt, vielleicht für manche hier auch, der Schlüssel liegt ja auch auf dem Haus. Und hier die Fische auf dem Schlüssel. Es kommt hier auch zu Hause mit der Wohnung, mit dem Häuslichen wieder alles ins Lot. Ihr kommt wieder mehr Geld rein sozusagen. Es kommt wieder mehr Geld in die Kasse. Vielleicht hast du ja auch ein Haus, einen Kredit, was auch immer. Da kommt wieder mehr Geld rein. Aufgrund etwas, auf das du schon sehr lange wartest, auf eine gewisse Unterstützung, auf eine gewisse Gehaltserhöhung, auf mehr Kundschaft, auf eine gewisse Hilfe, die du benötigst für etwas. Hier spiegelt die Frau auch die Dame auf das Buch. Und das Buch liegt auf dem Baum. Das heißt, die Dame hat doch etwas mit dem Wachstum hier zu tun, falls du ein Mann bist. Die Dame liegt hier im Geheimen, auch vielleicht als geheime Überraschung, neue Ideen, die dich vielleicht bei etwas weiterbringen. Also falls du ein Mann bist, schau hier gerne, ob hier nicht eine Dame gute Ideen hat für deine weitere Vorgehensweise, sehe ich gerade. Ich nehme so wahr, dass eine Dame hier dir gut gemeinte Ratschläge gibt, die dann aber im Endeffekt sehr, sehr nützlich für dich sind. Ja? Also achte hier vielleicht darauf, dass du das nicht einfach abtust, sondern dass du hier etwas vielleicht dir zu Herzen nimmst. Ja, du nimmst dir hier einen Ratschlag von einer Dame zu Herzen. Das kann die Mutter, die Schwester, eine Nachbarin, eine Kollegin, die Partnerin sein. Das kann hier alles sein. Also eine Dame, ein Ratschlag sehe ich hier. Sie hat hier die Lösung für etwas. So, wenn du eine Dame bist, ja, sagten wir schon, wir vorher vielleicht gab es hier Diskussionen mit einem Kollegen, mit jemandem, der eher in der männlicheren Energie war. Und das geht jetzt raus, da kommt jetzt Harmonie rein. Harmonie kommt hier rein, auch wenn es dann vielleicht nicht so schnell geht, kommt mir rein. Auch wenn es dann nicht so schnell geht. Das, was die Dame hier im... Die Dame hat hier eine Idee. Die Dame hat hier eine große Idee, neue Wege, neue Systeme, neue... wie soll ich das sagen? Einen neuen Kurs einzuschlagen bei etwas. Und ich sehe hier auch nochmal die Wege hier auf die Wolken. Das Ganze klingt vielleicht etwas unsicher, etwas ja nicht herausgearbeitet, aber die Intuition der Dame ist ja sehr gut. Also das muss ich hier sagen, hier die Wolken auf den Bären. Dem Mann ist das vielleicht nicht ganz klar, aber hinter dem Bären haben wir die Sonne. Dass diese Idee, diese Veränderung Positives ins Leben, in die ganze Situation bringen wird, ja? Beruflich, finanziell. Aber ich glaube, der Mann vertraut dann darauf. Er liegt dann auf den Lilien, er vertraut dann darauf. Ja? Ich sehe so am Anfang vielleicht eher ein bisschen Abwehr, ein bisschen Diskussionen, ja, weil die Idee vielleicht nicht von einem selbst kam, weil ein neues System vielleicht nicht von einem selbst kam. Es geht ihm etwas Neues, ja. Aber am Ende wird der Herr das annehmen, sehe ich hier. Oder die Person mit der männlicheren Energie. So, wir haben hier die Sense auf dem Mond, Unklarheiten, diese Schwankungen. Ich nehme hier rein Schwankungen, vielleicht auch Einkommensschwankungen. Gehen hier raus. Man
stabilisiert sich wieder sozusagen. Man stabilisiert sich 2023 wieder, falls es hier einige Hürden gab. So, was ist denn hier jetzt noch von Bedeutung? Wir haben hier die Störche auf dem Brief. Ja, es kommen hier ganz wichtige Nachrichten rein. Ganz wichtige Nachrichten, wie gesagt, Ideen, neue Verträge, neue Gesetzesänderungen, die jetzt etwas freilegen, wo es jetzt weitergeht, wo man wieder aufatmen kann. Mir kommt so rein, wo man wieder aufatmen kann. Die 34 hier, die Fische und der Anker. Der Anker liegt hier auf den Fischen selbst. Also es kommt hier definitiv wieder Fülle, Wasser rein. Aber nicht nur das, ja, dass das Geld fließt, man hat auch wieder richtig Freude an seinem Beruf. Ja, an seinem Beruf hat man wieder richtig Freude. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass hier im vergangenen Jahr beziehungsweise Anfang des Jahres hier etwas beendet beziehungsweise verändert wird. Wir haben hier den Sarg auf den Störchen. Zeigt sich hier eben für eine, kann für manche eine kleine Veränderung sein, aber für manche ist das wirklich eine krasse Veränderung, die dann schicksalsführend ist. Ja, und ich glaube auch, dass man selbst dazu beitragen kann, indem man vielleicht auch in gewissen Situationen hier auf sein Herz hört. Denn das Herz liegt auf dem Kind und das Kind auf den Sternen. Die Sterne wiederum hier auf dem Kreuz, auf dem Herz haben wir einen kompletten Kreislauf hier, wo man sieht, dass das wichtig ist, auf seine Träume und auf sein Herz hier zu hören. Auch wenn es vielleicht nicht ganz logisch klingt, auch wenn es undurchsichtig ist, ja, es gibt keinen konkreten Plan vielleicht, sondern eher so eine Wunschvorstellung oder ein Gefühl, das aus dem Herzen kommt, das ist das Richtige, ja, Intuition, ohne einen festen Plan zu haben, das kommt mir rein und das wird auch so gemacht, ja, es wird so gemacht, auch wenn man Umwege in Kauf nehmen müsste, ja, dadurch, dass kein konkreter Plan hier besteht bei etwas. Es wird hier etwas aus dem Herzen gemacht, aber es ist etwas Neues und daher kann das Ganze auch in den Wachstum hier gehen. Gut, was ist hier noch? Ja, wir haben hier die Sonne, also der Bär liegt auf der Sonne, die Sonne liegt auf dem Anker. Also da kommt hier dann pure Lebensfreude auch in der Berufung, im Beruf, in den Finanzen. Also im kommenden Jahr geht hier dann wieder die Sonne auf sozusagen. Es kommt hier wieder in den Fluss. Unterstützung ist wieder vorhanden. Also man ist auch nicht mehr so misstrauisch. Vielleicht Geschäftspartnern gegenüber geht ihr das Misstrauen raus. Man findet entweder jemand Besseren, ja, mit dem man besser zusammenpasst, mit dem man besser zusammenarbeiten kann, oder aber ja, gewisse Missverständnisse gehen in die Veränderung. Gewisse Missverständnisse gehen hier in die Veränderung, gehen hier raus und man kann einander wieder vertrauen. Man kann hier wieder besser ineinander vertrauen. Ich glaube, das war so das Gröbste. Ich schaue gerade. Diese Dame wird hier eine sehr, oder es ist eine Intuition. Ja, jemand hat eine starke Intuition und diese Idee wird hier richtungsweisend sein. Man hat hier auch gleich den Schlüssel dabei mit dem Haus. Also manche vielleicht bauen auch im kommenden Jahr ein Haus. Manche kommen endlich an. Mir kommt so rein, man kommt hier dann endlich an. Ja, eine Dame gibt einem einen gewissen Hinweis, einen gewissen Ratschlag. Und dann kommt man hier wirklich zu Hause an, man fühlt sich wohl, man fühlt sich hier in der Arbeitssituation wohl mit dem, was man macht. Man fühlt sich mit dem wohl, mit dem man auch Geld verdient. Ja? Also ich sehe hier ja nicht so
ja, so faule Kompromisse, so falsche Kompromisse, die man eingeht für Geld. Ich sehe hier, dass das Geld, das verdient wird, auch, dass man sich mit dem wohlfühlt. Ich sage, dass man sich mit dem wohlfühlt, ja, mit dem man sein Geld wirklich verdient. Das ist ja auch wichtig, ja, wenn man sein Geld mit irgendwelchen faulen, falschen Kompromissen verdient, dann fühlt man sich auf Dauer auch nicht wohl. Und ich sehe, das kommt aber hier im kommenden Jahr, dass man sich hier richtig wohlfühlt, falsche Kompromisse hier rausgehen, grundsätzlich das Misstrauen rausgeht, ja, man kommt wieder ins Vertrauen, ineinander, auch ins Teamwork, man bildet hier wieder ein Team. Man kann hier jetzt wieder Rücken an Rücken sozusagen gemeinsam durchstarten, gemeinsam etwas vorantreiben, gemeinsam etwas in den Wachstum bringen. Ja, ich sehe sehr stark auch dieses gemeinsame Rücken an Rücken hier, dass man jemand Unterstützendes bei sich hat. Ja, ich glaube, das war es jetzt für das Jahr 2023. Abonniert natürlich gern kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, und schaut euch natürlich gern eure anderen Legungen an für Liebe, Partnerschaft oder auch das Beruf-Finanzen-Video von eurem Mars-, Venus- oder Aszendentzeichen an. Das könnte auch im kommenden Jahr für euch wichtig werden. So, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!